Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Graveyard Keeper. Also hier sollte es eine Alkoholdestille geben. Ach, da ist eine. Stein, komplexe Eisenstücke, die brauche ich. Oh, was ist los? Was ist denn da los? Mach mir einen Tausch. Meine Schmiede gegen dein Haus, die Kirche und den Friedhof. Das ist ein unglaublich großzügiges Angebot, Kretzfeld, aber ich fürchte... Ja, dachte ich meines Ernstes. Ich habe nicht, was ich in Mücke leben und arbeiten will. Pfui. Und ich stört dieser Zombie gar nicht. Wie nett von dir. Fast wie der Bauer. Seid ihr zwei Brüder? Ich war schon erspielt, bevor seine Ohren hier gezogen sind. Oh, jetzt kommst du mit mir. Ist ja auch unsterblich. Verhaftest du mich? Es gibt einen Notfall im Dorf. Horatrik versammelt alle Dorfbewohner in seine Taverne. Ich bin kein Dorfbewohner. Es gibt auch hier im Dorf, Wärter. Bis zum nächsten Todesfall ist es nicht mehr weit. Horatrik hat nach einem Spezialisten verlangt, der sich mit Toten auskennt. Und jetzt los. Kann ich dir mein Blut geben? Ich bin spät dran, denk dran. Deine Schuld. Was? Danke, Rosa. Wir fühlen all deinen Schmerz. Wir kennen dein Leid. Langweilig. Das war das dritte und letzte Opfer des Vampirs, für heute zumindest. Aber jeder einzelne von uns könnte der nächste sein, der ihn trifft. Kette, der Sohn des Bauers, Rosa. Das fängt gerade erst an, aber sie sind alle noch am Leben. Dorfbewohner, ich erwarte Vorschläge. Ja, noch einmal. Bitte, Cory, dein Vorschlag zuerst. Natürlich, Leute, hört mir zu. Nur eine Woche lang. Cory und sein Bruder reparieren eure Veranda. 15% Rabatt und als besonderes Geschenk gibt es ein Holzschnabeltier von Tress. Nein, das ist doch mein Lieblingsspielzeug. Das Geschöpf, Brüderchen. Okay, dann hören wir uns deinen Vorschlag an. Mein Vorschlag ist, jedem davon von zwei Leibwächter Zeit zu stellen. Nicht alles gehen. Vor einer Woche hat eine Bande Gula absönen Schweinkram an meiner Mauer geschmiert. Stimmt, das war eine Teenager aus dem Dorf. Ich habe ihnen sogar geholfen, mit der Grammatik. Also gibt es doch gar keine Gula. Ach, ey, Holzfäller, irgendwelche Ideen? Mein Vorschlag ist, dass wir alle aufhören, tote Tiere zu essen. Da ist es ja klar, dass man dann irgendwann Vampire und anderen Blödsinn sieht. Frische Wurzeln und geschmorte Blätter. Das Geheimnis eines gesunden Geistes in einem gesunden Körper. Was? Und auf kandierte Hühnerbeinmarinade verzichten? Niemals. Also, warte, verrückt. Imker, bitte spucke nicht immer auf den Boden. Hast du etwas zu sagen? Hey, aber ich, Leute, seid ihr nicht ganz dicht? Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Ist das unklar? Hinter all dem steckt mein Erzfeind, Hornissenmann. Fürchtet euch nicht, meine Armee fleischfressender Bienen ist beinahe bereit. Bald werde ich sie auf das Dorf loslassen. Das klingt ja vielversprechend nach irgendwelche Vorschläge. Na toll, dann das Treffen ist vertagt, das heißt, dass ihr jetzt gehen könnt. Werte, hast du einen Moment Zeit? Ach Mist, ich dachte, ich darf da auch endlich mal rein. Hör mal, könnte ich dich bitten, der Sache auf den Grund zu gehen? Das kommt ziemlich unerwartet, aber es ist nett, dass du nicht mehr anvertraust. Ehrlich gesagt, hat das nichts mit Vertrauen zu tun. Aber wenn ich Dorfbewohner frage, muss ich immer nachher noch Steuern erlassen oder so. Deshalb macht es doch Sinn, wenn jemand von außerhalb beauftrage, oder? Ja klar doch. Andererseits bist du sowieso so ein freundlich hilfsbereiter Geselle. Vielleicht willst du uns ja umsonst helfen. Ja, warum nicht? Da hofft man auf ein wenig Mitgefühl in Zeiten der Not, aber was soll's. Was für ein Geek, 18. Also gut, gehen wir nach Hause und denken nach. Hab ich noch was für dich? Hier, nimm das. Was ist eigentlich dabei? Ich müsste eigentlich alles schon gekauft haben. Hier geht's also rein. Die Infusion kann ich jetzt machen. Aber ich wollte eh nochmal mit. Heute ist Händlertag, das ist gut, mit dem wollte ich eh nochmal reden. Hat sich erledigt. Dann nehme ich halt einfach das Geld.
Guter Zombie. Ich baue jetzt aber erstmal schnell die Destille, beziehungsweise ich mache es jetzt so, ich kümmere mich jetzt kurz um die Leiche. Dann baue ich die Destille, damit ich da mal weiterkomme, weil... Obwohl, ich habe eine Woche Zeit. Aber trotzdem mache ich das dann mal. Weil die Destille ist bestimmt nicht verkehrt. Der arbeitet noch schön, das ist toll. Und hier noch Platz eigentlich? Oh, hält sich langsam in Grenzen. Sehr. Kann ich hier noch ein Lager bauen? Sieht auch schlecht aus. Ah ja, ich nehme auf. Ich wollte gerade sagen, nehme ich überhaupt auf. Ich verbrenne ich einfach und gut ist. Fett. Eigentlich eine gute Leiche. Vielleicht hat er ein paar gute Sachen dabei. Ein Superhirn. Sehr schön. Gefällt mir. Fleisch kann immer runter. Ach, richtig, da habe ich schon mal. Lass ich mal hier, brauche ich jetzt gerade eigentlich nicht. Lass ich auch mal hier. Ich habe schon Sachen bei dem Händler gekauft, okay. Hier ist auch nichts zu tun. Doch. Magischer Kürbis. Kampfhufmeisen? Hufeisen? Okay. Ich brauchte komplexe Eisenstücke. Deine Mistet haben bezahlt, in den Kreatur. Mach dich bereit. Shepard, redest du mit mir? Mit dir, du fieser Vampir. Bereite dich vor zu sterben. Im Namen meiner Frau und alle anderen Unschuldigen. Ist lustig. Ich glaube, dass ich nachts durch die Gegend schleiche und Blut trinke. Kann es dann sein, dass ich immer tagsüber in der Sonne arbeite? Du weißt nichts. Du könntest ein Vampir-Mutant sein. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Oh, danke. Ist das. Was, Knoblauch? Aha, er weigert sich. Die Bestie zeigt ihr wahres Gesicht. Na, ja, verdammt. Ja, zufrieden? Wie mein alter Lehrer aus den Orden der Jäger zu sagen pflegte. Mehr. Oh, ich will das zum Kochen behalten. Ja. Ich hasse dich. Wenn du Mutant bist, bist du vielleicht immun gegen die Knoblauchkräfte. Ich weiß, was wir tun müssen. Nimm diesen Holzblock und stoß ihn dir ins Herz, wenn du stirbst. Halt, ich habe eine bessere Idee. Ich finde dir einen echten Vampir und dann kannst du mich in Ruhe lassen. Wenn du was sagst, dann kannst du mich töten oder ich esse einen ganzen Eimer für Knoblauch oder was auch immer du verlangst. Abgemacht, dann versuch nicht, mich reinzulegen, du bärtige Missgeburt. Sein Logik ist unschlagbar. Ich wäre wohl sinnvoll, wenn ich mit den Opfern rede. Kette, den Sohn des Bauern und Rosa. Habe ich aber gerade keine Lust. Oh. Echt kein Eisen da. Und das, was ich da habe, hier davon brauche ich 30. Mal 30, 12 und 8. Warum wollte ich eigentlich leben? Knoblauch?
mich vergiftet. Ich doch ein Vampir. Jetzt habe ich keine Bretter mehr. Okay. Nein, Glück habe ich eine Heilung. Also ich hätte Knoblauch noch nie vergiftet. Ich mag Knoblauch sogar sehr gern. Aber er ist halt scharf. Wenn den in der Rohform ist, er halt übel scharf. Aber wenn ich ein Vampir wäre, wird das eine Menge erklären, aber ich glaube nicht, dass ich ein Vampir bin. Mein Leben wieder regenerieren. Oh, okay, so will ich gar nicht. Da ist noch eine Menge. Egal. Was brauchst du nur noch? Dauert sehr lange, habe ich das Gefühl. Ich will die Infusion halt fertig haben, dass ich bei Frau Anmut weitermachen kann. ...106, was für eine komische Anzahl. So, jetzt will ich mal ein paar Sachen hier loswerden wieder. Fett, Blut, Knochen waren hier irgendwo. Wie will ich denn das? Noch irgendwelche ganz schlechten Sachen. Nur eins haben. Das sind sogar super Innereien hier. Ich könnte mir echt super Zombies bauen. Hier, ein erstes dunkles Herz. Okay, das bald mal. Weiß man nie. Kommt mal mit. Ja, ich habe sie gesehen. Die Knochen würde ich gerne ummodeln. Hey, kriege ich jetzt mehr raus aus denen? Das wäre super. Noch so passiv raus, interessanterweise. Geschichten, sehr schön. Mensch, hier habe ich ja komplette Eisenstücke. Nehmen wir doch die. Dann kann ich die Destille direkt bauen. Aber schadet nicht, wenn ich noch ein paar mehr habe. Die werden immer mal gebraucht. Das Ding ist gigantisch. Ich kann es nicht bauen? Ernsthaft? Tatsächlich, die muss von unten benutzt werden.
komme ich an das Ding jetzt wenigstens noch ran hier. Ja. Also dann ist das ein richtig beschissener Positionspunkt. Brauche ich einmal Schnaps hier. Und jetzt brauche ich Brennstoff. Den hole ich von oben. Brennstoff habe ich oben eine Menge. Moment, war da gerade unverarbeiteter Marmor? Okay, das heißt, ich brauche wieder. Mach. Mach mal schnell einen draus. Ich will das Fliegenpilzextrakt haben. Ich habe wahrscheinlich keinen hier, oder? Oh, ich glaube drei stand drauf, oder? Ja, die hole ich mir schnell. Den Wein werde ich garantiert nie verwenden. Das ist perfekter Wein. Die Fliegenpilze haben wir schnell gesammelt. Die sind hier überall. Oh, das geht ja super schnell. Ein bisschen Schnaps kann ich dann immer noch machen. Ich habe noch nicht die Taverne angeschaut bisher. Aber jetzt kann ich die Infusion endlich mal geben. Questmäßig habe ich jetzt echt viel mit einmal. So, hier ist die Infusion. Ich fühle mich inspiriert und wahrscheinlich auch sehr benebelt. Ich brauche ein Weilchen. Komm später wieder, jetzt muss ich erstmal immer konzentrieren. Oh, okay, ich dachte, ich kann ihn nochmal direkt anquatschen. Wahrscheinlich ist er morgen durch. Ist schon wieder voll. Das ist echt geil mit der Automatisierung. Jetzt gucke ich mal nach der Taverne. Die Leiche kann ich irgendwann später machen. Oh. Keine Ahnung, was hier was ist. Das ist eine Taverne, heiliger Saat, das ist ja zum Fremdschämen. Musik, das Gerede, die dringt, wo ist der coole Schankwirt? Ich habe gerade mehrere Bewerber und... Ja, okay, ich brauche Hilfe. Lass mich die Taverne managen. Meine Aufgabe ist es, einen künstlichen Schankwirt aus Holz zu bauen und ihn hier herzustellen. Okay. Geh an deine Werkbank und mach das. Los, sperre die Fragen, was schon. Ich hätte gerne einen Shortcut von hier. Okay, hier oben ist gar nicht mehr. Ich will wissen, was ich... Kann ich hier hinter? Muss ich eigentlich, oder? Ich wollte gerade sagen, das müsste ich eigentlich. Gibt es hier doch eine Verbindung?
Aha. Das könnte man da einen Shortcut bauen. Ach, ich habe doch einen Shortcut. Sehr schön. Führt der etwa unten in dieses Gebiet, wo ich noch nicht drin war? Habe ich das gerade die ganze Zeit ignoriert? Könnte das sein? Kann das sein? Okay, wow. Ich kümmere mich jetzt erstmal kurz um die Leiche. Zufallsgenerator. Wirk deine Leistung. Oder Zauber oder was auch immer. Ja, hier fehlt halt noch ein bisschen was. Vielleicht kriege ich noch ein paar dunkle Organe, aber andererseits, wen juckt's? Ja, mit dem müsste ich auch noch quatschen. Ja, kann man noch gebrauchen. Zwei ist okay. Ich glaube, ich verzichte erstmal auf Leichen. So, der arbeitet sehr schön. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Ach ja. Noch normal, normales Brett mehr. Ist ja schnell erledigt. Das ist auch schon für den nächsten Tag wieder vorbereitet hier alles. Läuft auch. Was heißt das hier? Ich glaube, da kommt noch mal irgendwas. Schön, aber du, das sollte reichen. Ja, du bist dran. Oh, ich weiß nicht, dass das eine gute Idee ist. Denk doch mal nach. Er kann rund wie du arbeiten. Jörg ist dein Wirt geworden für umsonst Sklaverei. Was ist? Er hat 30 Jahre Erfahrung hinter den Tresen, weil er sich selbst mit einem abgelaufenen Cocktail vergiftet hat. Und am besten er kein Lohn. Na, wer ist genial? Und das klingt alles sinnvoll. Rede mit ihm. Ich warte auf dich im Tavernenkeller. Ich heiße den neuen Schankwirt willkommen. Oh, es wird mir ein Vergnügen sein, mit dir zu arbeiten. Kein Gehalt, keine Versicherung, kein Urlaub. Niemals, ich streike. Schönen Tag noch. Er ist wohl weg. Da du so ein talentierter Schankwirt bist, kannst du mir ein bisschen davon erzählen? Na klar, eine Taverne ist wie eine schutzlose Blume, ja. Es ist deine Pflicht, dich darum zu kümmern, wie um dein eigenes Kind, also denk dran. Es gibt eine Küche und einen Lagerraum im Keller. Alkohol wird auf Paletten gelagert. Wir verkaufen rund um die Uhr Alkohol. Wir müssen sicherstellen, dass er uns nicht ausgeht. Klingt vernünftig. Kunden kaufen Alkohol und haben Spaß. Aber sie mögen gute Tavernen. Also, je höher die Tavernenqualität, umso mehr Kunden hast du. Und je mehr Kunden, umso mehr Geld. Oh, ich freue mich bereits auf die Volltrunken. Das wilde Geschrei, die Prügeleien, es wird großartig. Um anzufangen, stell etwas Bier auf die Paletten.
die hier. Kann ich einen Zombie nehmen? Wegen der Maschine. Und jetzt soll ich die Wand einreißen, um die Maschine zu befreien? Kannst Gedanken lesen, Mann. Ja, das habe ich leider übersprungen in Offscreen. Tut mir leid. Da muss irgendwo ein Knopf sein. Drück ihn. Was zur Hölle? Da ist ein Skelett. Gehen. Muss der Friedhofswärter sein. Weißt du, wie man dieses Gerät benutzt? Der alte Wärter hat mich nicht mal in seine Nähe gelassen. Da muss es irgendwo eine Anleitung geben. Da ist sie. Oh, er hat es geliebt, Anleitung zu schreiben. Wir müssen nur ein Artefakt in die Öffnung stecken. Und werden eine Szene aus der Vergangenheit sehen können. Artefakt, das wird langsam echt kompliziert. Bestimmt eine Liste von Artefakten in der Anleitung. Führt die falsche Reihenfolge von Artefakten zum Weltuntergang. Hier ist die komplette Liste. Die alte Wärter hat sie die ganze Zeit die ganze Vorarbeit geleistet. Da steht, zuerst kommt die Statue des uralten Gottes. Und die Maschine sagt, mal sehen, Eigentümer der Statue, Horatrik. Ich bin total verwirrt. Das vereinfachen, hol dir die Statue von Horatrik und bring sie her. Und denk dran, die Leiche zu beseitigen. Mann, wer ist hier eigentlich der Wärter? Du oder ich? Erstmal schnell. Also die würde ich gerne wiederbeleben, wenn ich so drüber nachdenke, die würde ich wirklich gerne wiederbeleben. Aber nur, wenn das der alte Friedhofswärter ist, macht das irgendwie, finde ich das geil, den wiederzubeleben. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie ich eine Palette mit Bier mache. Inquisitor bin ich ja jetzt vollkommen durch. So, was hast denn du zu bieten? Das ist eine gute Leiche. Zwei Hörner. Moment, kann ich mehrere Hörner einbauen? Gute Innereien, scheiß Herz. Das will ich jetzt mal testen. Achso. Kann ich mehr als ein Hirn einbauen? Das ist auf jeden Fall ein besseres Herz. Perfekte Innereien. Die sind perfekt. Ein besseres Herz. Ich brauche ein besseres Hirn auf jeden Fall. Hin. Das ist gut. Besseres Herz. Also die kann ich kaputt machen, die bringen ja gar nichts. Bei denen darf ich auch nur ein Hirn einbauen. Ach, die Innereien habe ich vergessen. Hoppla. Ist jetzt schon auf 10. Ach, der hat schon perfekt in der Reihe. Perfekt. Gold. Und Silber. Lauge und Kleber. Gold und Silber, Lauge und Kleber. Geht denn das nicht? Muss ich vielleicht was anderes zuerst machen?
hier. Kann ich die reinpacken oder auch nicht? Ansonsten mache ich einfach nur einen Standard-Zombie draus. Aber ich will die einfach wiederbeleben. Das ist mir irgendwie wichtig. Ach, ich weiß, warum es nicht geht. Du brauchst die Negativ-Sachen, sonst geht's nicht. Okay, habe ich wieder was gelernt. Wenn kein Negativ drin ist, kannst du es einfach nicht machen. Heißt, die Innereien hier wären zum Beispiel besser. Du brauchst wirklich die Negativeffekte mit. Wenn es zu perfekt ist, geht es einfach nicht. Quasi. Also waren die zwei Gehirne gar nicht so verkehrt. Erklärt natürlich einiges, warum ich manche Sachen nicht reinpacken konnte. Ich lerne ja noch alles. So nach und nach. So, was könnte ich jetzt noch aktuell machen? Ich muss noch... Ja, Geisterling. Ach, der... Okay, Vergebung von Frau Anmut. Da muss ich gucken, ob ich das schon mal... Liebeslied kann ich jetzt machen. Kampfhufeisen. Soll ich mal gucken bei der Schmiede, ob ich das da machen kann. Und bei Kloto nachfragen. Ne, hier geht's schon mal nicht. Dann ist hier... Geht's auch nicht. Vielleicht soll ich mal beim Schmied nachfragen. Oder wenn ein Typen. Ach, da steht sogar Minus. Schon bei 11. Wie darf ich nicht? Okay, es geht einfach so, nicht wie mir scheint. Muss mal kurz hier umräumen, das geht so nicht. Noch irgendein richtig beschissenes. Ja, das kann weg.
Vielleicht kann ich es danach. Ich will ihn aber auf jeden Fall nicht verkommen lassen. Habe ich ihm schon gesagt? Ja, gut. Ich will es nicht verkommen lassen. Der Mauszeiger verschwindet nach einer Zeit wieder. Ne, der hat auch tatsächlich null. Ich krieg da nichts rein in den. Den hole ich später. Mit. Machen wir es so. Komm, das nehme ich mit. Perfekt. Mit dir finde ich noch einen Job. Mit dir finde ich noch einen Job. Und da muss ich kurz mit dem Astrologen reden. Ihr seid ja fleißig am Werkeln. Ich habe einfach so viel zu essen. Allein mit dem Honig, da hat Zoll recht gehabt. Achso, da würde ich erstmal sagen, das war Let's Play Graveyard Keeper für heute. Ich sage ciao und Fichtlein TV. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.